Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, heute habe ich mir gedacht, ich mache ein Orakel für, ich habe das im Herbst schon gemacht oder kurz vorm Herbstbeginn, nämlich eine Kartenlegung, wo ich schaue, was kommt in der Liebe auf dich zu mit dem Partner, mit dem Wunschpartner, wenn du Single bist, für ja die unmittelbare Zukunft. Das habe ich ja im oder vor dem Herbst schon gemacht, eine Liebeslegung quasi für den Herbst. Und jetzt in diesem Orakel geht es darum, ein Orakel zu machen, wo wir uns jetzt den Winter anschauen. Was kommt in der Liebe im Winter auf dich zu? Also hier wieder so die unmittelbare Zukunft und ja, das ist für alle, die eben sich dafür interessieren, was denn in diesem Winter quasi auf uns, auf euch zukommen wird, weil ja jetzt bald schon der meteorologische Winterbeginn ist, habe ich mir gedacht, okay, ich mache heute das Winterorakel für die Liebe. Und arbeiten tue ich mit folgenden Karten. Die Hauptlegung mit dem Kartendeck Love Cards 3. Das sind so Liebeskarten. Dann habe ich eine Botschaft gezogen. Hier und zwar aus dem Kartendeck. Das Universal Love Orakel sozusagen. Dann eine Botschaft aus dem Kartendeck Herzensliebe. Eine Botschaft aus dem Kartendeck Herzflimmern. Und eine Botschaft aus dem Kartendeck Amors Botschaften. Und diese Legung ist eine allgemeine Legung. Das kann jetzt auf dich zutreffen, muss aber nicht. Ja? Und wenn du für dich diese Legung, so wie sie hier aufgebaut ist, mit den Karten, mit diesem System, dann kannst du bis kommenden Freitag diese Aktion nutzen. Wenn du sagst, nee, mir ist es lieber, eine individuelle Legung zu haben, weil das eben doch sein kann, dass das, was sich hier zeigt, jetzt auch nicht auf dich zutrifft. Das ist natürlich immer wieder auch möglich. Und weil das eben auch für das Kollektiv ausgedeutet wird. Und wenn du sagst, nee, ich möchte hier lieber gerne schauen, was kommt denn auf mich persönlich in der Liebe zu, mit Partner, mit Wunschpartner, dann kannst du diese Legung jetzt zum Sonderpreis buchen, nämlich als Video um 25 Euro statt 30. Oder du möchtest das per E-Mail haben, um 15 Euro statt 20 Euro. Ja, diese Aktion gilt bis kommenden Freitag. Das weiß ich, glaube ich, nicht, ist das der 7. oder 8. Nee, Blödsinn, das ist der 7., weil Freitag ist oder Samstag ist ja Feiertag. Und genau, bis 7. Dezember gilt diese Legung zum Sonderpreis. Ab 8. gilt dann der Normalpreis. In der Infobox findest du den Link, wo du diese Legung per Video buchen kannst oder per E-Mail buchen kannst. Ja, das ist eben jetzt hier mal so die Information, dass es eben diese Legung für dich individuell gibt. Wartezeit 5 bis 10 Werktage nach Zahlungseingang. Bitte auch immer die Geschäftsbedingungen durchlesen. Bitte auch durchlesen, welche Informationen ich brauche. Bitte direkt bei der Buchung angeben und nicht hinterher E-Mails schreiben, dass man jetzt den Namen vergessen hat und weil ich das eben dann nicht nachtragen kann. Ja, weil das einfach aber ein großer Arbeitsaufwand dann wäre, dann müsste ich wieder die Buchung aufmachen, das dazu schreiben, obwohl es eigentlich jedes Mal bei einer Buchungsmöglichkeit die Information gibt, die und die Informationen bitte direkt bei der Buchung angeben. Ja, das schreibe ich ja auch nicht umsonst hin, wenn das nicht wichtig ist. Ja, jetzt nicht hinterher dann schreiben, dann weiß ich irgendwie auch nicht, wie ich das zuordnen soll und da würde dann wirklich ein Durcheinander kommen und deswegen bitte ich wirklich, die Geschäftsbedingungen durchzulesen. Da stehen die allgemeinen Wartezeiten. Ja, dann braucht ihr mir auch keine E-Mail schreiben, wann die Legung kommt oder wenn ich dann nicht antworte auf diese E-Mails, mich dann anmachen quasi und sich quasi für die Antwort bedanken, die ich eben nicht gegeben habe, weil da steht alles auf meiner Homepage. Bitte, bitte lest das durch und seid dann auch nicht sauer, wenn ich anfragen, wann kommt die Legung,
also innerhalb der Wartezeit, wenn ihr mir diese Frage stellt, ich einfach nicht mehr beantworten will, weil es einfach auf der Homepage steht. Ich habe das nicht umsonst hingeschrieben, also bitte, bitte durchlesen, ja? Und auch durchlesen, welche Informationen ich brauche. Und direkt bei der Buchung gibt es denn das Feld Kundenhinweis oder Mitteilung an uns, glaube ich, so steht's. Und da bitte reinschreiben. Das ist wichtig, weil sonst kann ich es dann einfach nicht mehr zuordnen und das wäre dann wirklich, ja, nur noch ein Durcheinander, wenn dann E-Mails kommen und ich muss das dann wieder zuordnen. Also das geht nicht, ja, das kann ich zeitlich einfach auch nicht machen. Deswegen gibt es auch diesen Button, wo ihr das direkt reinschreiben könnt. Das heißt, wenn ich eure Buchung dann bearbeite, wenn ich dann an dem Tag eurer Legung mache ich mein Shop-Programm auf. Schau mir an, was hast du gebucht? Stehen die Informationen? Und ich gehe dann nicht in mein Mail-Postfach, um dann zu schauen, ob du mir eventuell eine Mail geschrieben hast, wo dann die Informationen stehen. Ja, das mache ich nicht, weil ich habe sehr, sehr viele Beratungen, die wollen alle zeitnah erledigt werden. Und wenn ich da jetzt wirklich immer wieder nachrecherchiere, wo könnten denn die Informationen stehen? Habe ich es über Facebook bekommen? Habe ich es über Mail bekommen? Das geht einfach nicht. Ja, bitte, bitte das berücksichtigen. So, so ist diese Legung aufgebaut. Ihr wisst jetzt die Informationen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt eine neue Dekoration. Und zwar habe ich auf der Suche, ich bin auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken und heuer möchte ich gerne etwas schenken, das handgemacht ist und das einfach auch, ja, nicht nur schön ist, handgemacht ist und einfach auch, ja, etwas ganz Besonderes ist, ja, was jetzt hier nicht so, ja, Elektronik oder solche Dinge. Ja, was einfach handgemacht ist, was schön ist, was einfach ist. Und deswegen war ich auf der Suche nach Motivkerzen und habe auch einen wunderbaren Shop gefunden, nämlich, ich habe euch den in der Infobox verlinkt, www.kerzenwelt.de. Da bekommt ihr diese wunderbaren Kerzen. Da gibt es Engel, da gibt es Tiere, also Motivkerzen, ja, Tiere. Da gibt es Taufkerzen, Hochzeitskerzen. Ich glaube, man kann es sogar beschriften lassen, die Kerzen. Also ich finde diese Kerze, die gibt es auch in mehreren Farben und ich finde die wirklich wunderschön. Das ist unter der Kategorie, glaube ich, Liebespaare, unter dieser Kerzenkategorie. Also wenn ihr auch hier Motivkerzen für Dekorationszwecke oder einfach auch zu Weihnachten verschenken wollt, kann ich euch diesen Shop wärmstens empfehlen. Also richtig schön und vor allem die Lieferzeit geht ganz, ganz schnell. Ich habe, glaube ich, vergangenen Montag also bestellt und gestern ist die Lieferung schon gekommen. Also richtig, richtig schön. Also wenn ihr hier wirklich etwas Besonderes schenken wollt oder ja, für jemanden, der tierlieb ist, eine Tierkerze, ja. Schaut da einfach rein, in der Infobox findet ihr den Link. Also das sieht ja richtig, richtig, richtig toll und schön aus. Und ja, es gibt hier wirklich ein ganz, ganz großes Angebot an Motivkerzen. Und ja, das passt, glaube ich, hier zum Liebesorakel ganz, ganz gut dazu. So, jetzt beginne ich aber mit dieser Legung. Wir schauen uns jetzt mal mit den Liebeskarten an. Was kommt denn in der Liebe auf uns im Winter zu? Wir drehen jetzt einfach mal die Karten um, schauen, welche Karten sind gefallen und bringen sie dann eben in einen Zusammenhang. Die erste Karte, da haben wir die Untreue, Fremdgehen, Unehrlichkeit, etwas vormachen. Da gibt es natürlich auch mehrere Szenarien. Entweder bist du die Affäre eines Mannes, der gebunden ist, dann spielt natürlich Untreue eine Rolle. Vielleicht ist es das eben nicht und es spielt hier bei dir Unehrlichkeit eine Rolle oder bei dir spielt vielleicht eine Rolle, dass man sich etwas vormacht mit einer Person. Vielleicht machst du dir selber etwas vor, vielleicht machst du einer anderen Person etwas vor oder umgekehrt. Schau mal einfach mal nach, wie sich das Thema Untreue im Winter weiterentwickelt. Dann haben wir die Selbstliebe, Krone aufsetzen, sich in den Fokus setzen. Vielleicht machst du dir auch etwas vor und unterdrückst ja in diesem Winter deine Selbstliebe oder du unterdrückst dich,
Ja, vielleicht bist du auch die Affäre eines gebundenen Mannes, einer gebundenen Frau und lässt dich hierauf ein, aber deine Selbstliebe, dein Selbstwert leidet darunter. Was bist du wert, wenn du dich auf so eine Verbindung einlässt? Oder du bist in einer Partnerschaft, dein Partner hat dich immer wieder auch betrogen, du hast immer wieder auch verziehen. Ja, weil du wenig Selbstliebe, Selbstwert hast. Es geht also darum, dass du dich jetzt in den Fokus setzt. Wenn du einen Mann, eine Frau liebst, die gebunden ist, ja, dass du jetzt einfach die Krone aufsetzt, dich in den Fokus setzt und sagst, nein, das will ich nicht mehr mitmachen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du der oder diejenige bist, der vielleicht hier untreu ist. Ja, nicht nur sich selber untreu ist, sondern vielleicht deinem Partner irgendwie untreu bist und dass ein anderer dir sagt, nee, ich spiele jetzt hier nicht mehr mit. Ja, dass sich ein anderer in den Fokus setzt, weil du vielleicht der oder diejenige bist, die hier wirklich unehrlich ist. Schauen wir einfach weiter. Dann haben wir die Beobachtung, Kontrollzwang, Spionage und Eifersucht. Ja, Untreue und Eifersucht ist natürlich immer, gehört immer irgendwie zusammen. Vielleicht stehst du unter Beobachtung oder du beobachtest deinen Gegenüber. Was macht er? Was macht sie? Dass hier wirklich so ein Kontrollzwang da ist, weil man eben wenig Selbstliebe hat. Warum beobachtet man den anderen? Warum ist man eifersüchtig? Weil man immer glaubt, man selbst ist nichts wert. Ja, der andere, die andere ist quasi besser. Und es geht in diesem Winter um die Selbstliebe, dass du dir wieder treu wirst. Und eben hier aus dieser Eifersucht, aus diesem Kontrollzwang rausgehst. Dann haben wir die Illusion, Einbildung, rosarote Brille, Trugbild, Fata Morgana. Vielleicht läufst du hier momentan mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner einer Illusion hinterher oder du lernst jemanden kennen, wo du dann auch merken wirst, dass es Illusion ist. Ja, dass es hier vielleicht tatsächlich noch eine andere Person gibt. Hier findet Untreue statt, ja, Unehrlichkeiten und vielleicht ist es wirklich so, dass du einer Fata Morgana hinterherläufst mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner. Vielleicht ist es auch so, dass jemand anderes in dir jemanden sieht, der du nicht bist, ja, dass der andere sozusagen auch aufwacht. Dann haben wir Ex-Partnerin. Hier geht es natürlich auch um den Ex-Partner. Und da geht es hier wirklich auch um jemanden aus der Vergangenheit. Vielleicht war dein Ex-Partner immer wieder auch untreu und dieses Thema kommt jetzt noch einmal hoch. Das kann sein. Oder du bist momentan in einer Beziehung, wo Untreue eine Rolle spielt und dein Partner, deine Partnerin legt sich hier schon als Ex-Partner ins Kartenblatt oder, was auch sein kann, ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin kommt wieder in dein Leben. Vielleicht deine ehemalige Affäre, ja, und deine ehemalige Affäre möchte hier diese Affäre wieder aufleben und du sagst, nee, ich setze meine Krone auf, ich lass mich hier nicht mehr täuschen sozusagen von dieser Person, ja, von deiner ehemaligen Affäre. Oder dein Wunschpartner ist in einer Partnerschaft, wo natürlich Untreue dann vorhanden ist, aber dann legt sich diese Partnerin, dieser Partner schon als Ex-Partner hin. Ja, es kann auch sein, dass hier diese Dreiecksgeschichte aufgelöst wird, weil du jetzt sagst, ich will das so nicht mehr. Das ist alles Illusion, wenn wir hier an dieser Dreiecksgeschichte festhalten. Ist sehr interessant. Vielleicht findet sich der eine oder andere hier wieder. Dann haben wir die Undurchsichtigkeit, keine Farbe bekennen, undurchschaubar. Also alles ist noch sehr schwammig, sehr unsicher. Dann Realitätsverlust, falsches Selbstbild, unrealistisch. Das passt eben hier auch sehr gut zur Illusion. Also hier geht es wirklich darum, dass sich jetzt hier der Schleier quasi, ja, dass der Vorhang fällt sozusagen. Dass hier wirklich man irgendwie realitätsfremd war. Dass man geglaubt hat,
der Wunschpartner, man müsse nur lang genug mit dem Wunschpartner ins Bett steigen, dann wird er oder sie sich schon zu mir bekennen. Aber solange du das mitmachst, wird es erst recht nicht passieren. Ja, und dass du hier wirklich oder auch jemand anderes, das kann, muss ja nicht immer dich betreffen, das kann auch hier die Ex-Partnerin betreffen, den Ex-Partner, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin deines Gegenübers realitätsfremd war, nicht hinschauen wollte, dass sie oder er betrogen wird, dass diese Partnerin oder der Partner jetzt die Krone aufsetzt und sagt, ich mach das nicht mehr mit. Ja, das können mehrere Szenarien sein, aber decken wir einfach mal alle Karten noch um. Dann haben wir das Du, die männliche Hauptperson. Also das ist jetzt hier dein Gegenüber. Das bist nicht du, das ist dein Gegenüber. Und das sieht hier wirklich so aus, dass hier dein Gegenüber, auch wenn du den vielleicht auch noch kennenlernst, tatsächlich noch in einer anderen Verbindung ist. Die ist aber schon Ex quasi. Ja, dass hier vielleicht die Ex oder der Ex aufwachen wird, das erkennen wird, dass sie oder er betrogen wurde. Dass sie oder er, aber auch er wird aufwachen. Auch bei ihm haben wir die Illusion und den Realitätsverlust. Also wenn jetzt hier nicht noch die Ich-Karte fällt, also für dich als Fragestellerin, könnte man jetzt hier wirklich sagen, dass nicht du als Zuschauerin, als Fragestellerin aufwachen wirst, sondern dein Gegenüber. Ja, aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Schauen wir uns einfach noch die weiteren Karten an, denn es kann noch sein, dass du auch noch fällst. Da haben wir Schamgefühl, Gewissensbisse, Befangenheit, sich genieren. Na klar, die Ex-Partnerin, der Ex-Partner hat Schamgefühle. Natürlich, man muss sich auch in die Situation hineinversetzen des betrogenen Partners. Die oder der fragt sich ja dann auch immer, was habe ich falsch gemacht? Warum wurde ich betrogen? Ja, man schämt sich dann auch. Also das ist natürlich, man muss natürlich auch oder sollte sich auch in die Lage des Betrogenen hineinversetzen. Das ist natürlich auch keine angenehme Situation, wenn man dann erfährt, man wurde betrogen. Dann haben wir das Burnout, Überforderung, depressive Verstimmung, hilflos. Also die Ex-Partnerin, der Ex-Partner wird das erfahren. Ja, und da geht's darum, dass diese Person einfach überfordert ist mit dieser ganzen Situation. Vielleicht hat sie oder er geglaubt, mit deinem Wunschpartner, ja, wird das ist große Liebe und die Person hat sich einfach getäuscht, ja, denn die wurde betrogen, wenn jetzt hier bei deinem Gegenüber eine Frau noch vorhanden ist. Wenn irgendwie, wie soll ich sagen, wenn du einen Partner hast, kann es auch sein, dass hier die Ex-Partnerin deines Partners auf dich zukommt, ja, oder auf euch zukommt, ja, und dass hier irgendwie das Thema Untreue auftaucht, wie auch immer, in welcher Verbindung das dann sein wird. Und dann haben wir den Kontaktabbruch, also verlassen werden, Desinteresse. Also es kann durchaus sein, dass jetzt hier auch dein Gegenüber irgendwie auch den Kontakt abbricht oder dass du hier den Kontakt abbrichst oder dass aktuell ein Kontaktabbruch da ist. Und dann haben wir die Kindheit, Mutterthema, Vaterthema, inneres Kind bei deinem Gegenüber. Also würde ich jetzt hier nicht sagen, dass du die oder derjenige bist, der hier einer Illusion hinterhergelaufen ist. Kann natürlich sein. Ja, also das ist natürlich auch, sollte man natürlich auch mit einrechnen. Aber ich glaube hier eher, wenn man sich das Gesamtblatt ansieht, und deswegen kann ich eben sagen, das ist ein allgemeines Orakel. Bitte nutzt dann einfach die Möglichkeit der Legung zum Aktionspreis, wenn du auf deine Situation schauen möchtest, wenn du sagst, nee, mit dem gehe ich jetzt überhaupt nicht in Resonanz, das hat nichts mit mir zu tun, ja, muss nicht mit dir zu tun haben. Aber höchstwahrscheinlich gibt es bei dir jemanden, der noch in einer Partnerschaft ist oder eine Ex-Partnerin hat, wo das Thema Untreue nochmal hochkommen wird. Ja, dein Wunschpartner hat womöglich noch eine Partnerin, die liegen quasi in einer Linie. Entweder war sie ihm auch untreu oder er ihr untreu mit dir, völlig egal. Ja, es geht hier um die Untreue, diese Person. Diese Ex-Partnerin wird die Krone aufsetzen, wird merken, dass hier
die Realität verloren gegangen ist, dass man hier eine Illusion hatte, was diesen Mann, diese Frau betrifft, aber auch dein Gegenüber wird merken, er oder sie war in einer Illusion, war realitätsfremd, wenn er oder sie geglaubt hat, das geht so super mit der Selbst, mit der Untreue, mit dieser Affäre, ja, das klappt alles wunderbar, ich habe meine Partnerin, mit dir quasi die Affäre. Da wird dein Gegenüber auch aufwachen, dass dein Gegenüber hier völlig in einer Illusion gelebt hat, weil womöglich die Partnerin jetzt in diesem Winter draufkommen wird, dass Untreue, sie hat es ja quasi schon in den Gedanken, dass Untreue ein Thema ist. Und diese Frau, dieser Mann wird in die Selbstliebe gehen und diesem Thema ein Ende setzen. Diese Person hat Schamgefühle, sie ist verletzt, deprimiert. Aber es wird hier einen Kontaktabbruch zwischen den beiden geben. Ja, wenn du jetzt hier wirklich einen Wunschpartner hast, der noch in einer Partnerschaft ist, solltest du in einer Partnerschaft sein und die Ex-Partnerin, der Ex-Partner kommt wieder, ja, wird auch hier mit dieser Person der Kontaktabbruch stattfinden. Du als Fragestellerin bist hier nicht gefallen. Natürlich kann man auch sagen, okay, du als Fragestellerin machst auch bei dieser Affäre nicht mehr mit, richtest deine Krone. Damit und dann wird auch dein Gegenüber aufwachen. Ja, und dann kann es auch sein, dass du den Kontakt abbrichst, dass jetzt quasi dein Wunschpartner nicht nur dich verliert, sondern auch die Partnerin. Das ist das Endergebnis, sage ich mal, wenn man völlig realitätsfremd war. Ja, und das ist dein Gegenüber. Wenn er geglaubt hat, das funktioniert alles. Im Endeffekt kann es durchaus sein, dass diese Person alles verliert. Die Partnerin. Aber auch dich als Affäre, weil hier ihr die Krone aufsetzt. Ja, ihr wurdet in dem Sinne beide irgendwie auch betrogen. Ja, und das ist das große Hauptthema für den Winter 2018, 2019. Ja, das ist das große Hauptthema. Solltest du Single sein, kommt vielleicht jemand in dein Leben, wo die Ex-Partnerin noch eine Rolle spielt oder der Ex-Partner. Vielleicht hat er seinen Ex-Partner betrogen, ja, und das wird jetzt, und du brichst dann den Kontakt ab, weil du das selber nicht erleben willst, ja, oder dein Gegenüber wurde von der Ex-Partnerin, dem Ex-Partner betrogen, ja, und hat deswegen auch ein Thema, ja, wir haben da übrigens noch Mutter- und Vater-Thema, das kommt zusätzlich noch dazu, ja, und egal, in welcher Konstellation du bist, versuch das einfach auf dich und deine Situation irgendwie zu deuten. Ich habe dir jetzt Anregungen gegeben und wie gesagt, wenn du gar nichts damit anfangen kannst, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du diese Legung buchst. Ja, aber großes Thema ist, dass man aus der Illusion aufwacht, dass eine Dreiecksgeschichte, ja, dass das völlige Illusion war, wenn man geglaubt hat, das funktioniert. Du wachst auf. Setz deine Krone auf, aber auch die Betrogene, der betrogene Partner und auch der hier quasi betrügt, also dein Gegenüber, wird auch die rosarote Brille absetzen. Ja, weil vielleicht tatsächlich du, aber auch die andere Frau, der andere Mann den Kontakt zu dieser Person abbricht oder diese Person bricht jetzt vorerst mal zu euch beiden den Kontakt ab, weil er oder sie merken wird, er war komplett realitätsfern. Er hat komplett in einer Illusion gelebt, wenn er oder sie geglaubt hat, dass diese Affäre nie auffliegen wird, dass das alles so super toll funktionieren wird. Ja, also hier in diesem Winter wird einiges jetzt noch aufgedeckt. Es geht um das Thema Untreue. Es geht darum, dass man sich die Krone aufsetzt und sagt, ich spiele da nicht mehr mit. Und irgendjemand wird hier oder wird die rosarote Brille absetzen und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ja, das ist das große Hauptthema für diesen Winter. Schauen wir uns jetzt an, was hier die Liebesbotschaft zu sagen hat, und zwar die ewige Flamme. Also du wirst mit deinem Gegenüber, egal ob mit Partner, mit Wunschpartner, egal ob du Single bist, hier ihr seid Feuer und Flamme füreinander, ja, aber
eine Sache, ja, wo man sich getäuscht hat, wo man unehrlich war, das muss jetzt oder wird jetzt transformiert. Trotzdem seid ihr quasi Feuer und Flamme füreinander. Man kann auch nicht sagen, dass es eben dann in die Trennung geht. Das liegt ja hier auch nicht. Aber es geht darum, dass eine alte Geschichte, die undurchsichtig war, jetzt geklärt wird. Vielleicht auch mit viel Feuer dahinter, ja, dass es auch mal so Streit gibt auf leidenschaftlicher Basis, also dass hier wirklich auch richtig der Hut brennt sozusagen. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist anscheinend jetzt auch die Zeit dazu, dass man jetzt wirklich dieses Thema ein für alle Mal klärt. Schauen wir uns Amors Botschaft an für diesen Winter. Die Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Es ist für dich jetzt wichtig, dass du jetzt vorerst hier wirklich loslässt, ins Vertrauen gehst, dass es sich klärt. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass du mit dieser Legung nichts anfangen kannst, sondern dass du mit diesen Botschaften etwas anfangen kannst. Das ist natürlich auch möglich. Aber für dich ist es hier wirklich wichtig, dass du loslässt. Und alles wird gut werden, auch wenn es vielleicht jetzt echt blöd klingt, ja. Aber das ist eine wichtige Botschaft. Dann die nächste Botschaft. Sag doch einfach mal wieder, ich liebe dich. Ja, entweder zu dir selber oder vielleicht auch zu deinem Gegenüber. Ja, wenn jetzt hier dieses Thema der Untreue nicht Thema ist, weil es klingt wirklich blöd, wenn man jetzt das Thema Untreue hat und man sagt dann, ich liebe dich. Ja, das, glaube ich, bringt niemand über die Lippen. Weder die Affäre, ja, oder es kann natürlich sein, wenn du die Affäre bist, das ist natürlich auch möglich, dass du deinem Gegenüber sagst, ich liebe dich zu sehr, um weiterhin diese Affäre zu sein. Ist auch möglich. Oder es ist das Thema Untreue nicht bei dir Thema und du sagst einfach mal wieder deinem Partner, dass du ihn liebst. Ja? Die Karten können eben miteinander eben in Verbindung stehen oder auch nicht. Und die letzte Botschaft, Geheimnis, die göttliche Liebe wohnt in meinem Herzen. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz schöne Botschaft, denn ja, tief in deinem Herzen ist Liebe, auch wenn du es vielleicht, wenn du es vielleicht nicht nach außen zeigst, auch wenn du um die Gefühle ein Geheimnis machst oder dein Gegenüber macht um seine Gefühle ein Geheimnis. Und das wird eben jetzt dann sozusagen auch aufgedeckt, weil man jetzt einfach mal, weil im Endeffekt sowieso alles gut wird. Ja? Und ja, ich hoffe, dieses Orakel hat euch gefallen. Wenn ihr diese Legung buchen wollt, einfach in die Infobox schauen, da findet ihr alle Informationen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Winter, dass ihr hier wirklich viel Kraft, viel positive Erlebnisse haben werdet. Natürlich auch, wenn dieses Thema hier aufkommt, ist es natürlich auch anstrengend, das ist klar. Aber man kann auch nicht ständig in so einer Dreiecksverbindung herumeiern, herumtun. Und man ist ja hier völlig der Realität fremd. Und irgendwann muss man sich auch der Realität stellen und kann eben nicht so weitermachen wie gehabt. Ja, das kann nicht auf Dauer funktionieren. Und deswegen wird's schwierig, ja, aber hinterher, meine Lieben, wird alles gut werden. Ja, das ist noch ganz besonders wichtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich schon auf die nächsten Orakel mit euch. Sag bis dahin alles Gute und ein wunderschönes Wochenende. Ciao!